Das Europäische Parlament hat mehr Macht, als viele glauben. Ohne eine Mehrheit im Parlament können viele Gesetze nicht verabschiedet werden, ohne die Zustimmung der Parlamentarier keine Fördergelder aus Brüssel. Und nach jeder Europawahl wird die EU-Kommission neu besetzt und jeder neue Kommissar braucht die Mehrheit im Parlament. Bevor ich Ihnen jetzt unseren Studiogast vorstelle, einen Überblick über die Themen, über die wir gleich sprechen werden. Kaum ein Thema treibt die Europäer so sehr um wie die Sorge um ihre Sicherheit, das erst recht seit dem Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten. Eng verknüpft damit ist unser zweites Thema die Asyl- und Migrationspolitik. Drittes Thema die Chancen der Wirtschaft und die Chancen für neue Arbeitsplätze. Und natürlich werden wir auch über die Klimapolitik sprechen, über den Green Deal der EU. Unser fünftes Thema ist die Landwirtschaft, denn in der Landwirtschaft fallen die meisten Entscheidungen auf EU-Ebene. Die Milliardensummen an Subventionen verteilt die EU, womit wir wieder bei der Macht der Abgeordneten sind. Und jetzt stelle ich Ihnen unseren Gast vor. Maria Harutjunjan ist 27 Jahre alt, sie ist in Mainz geboren und sie wohnt in Dienheim. Für das Europaparlament kandidiert sie zum ersten Mal. Ihre armenischen Eltern sind in den 90er Jahren wegen des Konflikts in Bergkarabach nach Deutschland geflüchtet und sie sagt, der Frieden in Europa ist wohl die größte Errungenschaft der EU. Und damit sind wir bei unserem ersten Thema, der Frieden in Europa und der Krieg in der Ukraine. Dazu haben wir einen Film vorbereitet. Der russische Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 löste in der NATO und in der EU ein Umdenken in der Sicherheitspolitik aus. Die Lage hat sich durch den Krieg im Nahen Osten zusätzlich verschärft. Die Union fordert in ihrem Programm für die Europawahl eine massive Aufrüstung der EU und einen eigenen Verteidigungskommissar. Wirtschaftlich ist die EU stark, doch politisch vor allem uneins. Von einer gemeinsamen Verteidigungspolitik ist die EU noch weit entfernt. Noch stehen die USA fest zu ihren Bündnisverpflichtungen im Rahmen der NATO. Was aber passiert, wenn Donald Trump die Präsidentschaftswahlen im November gewinnen sollte? Auch ohne die Amerikaner in Rammstein ist und bleibt Rheinland-Pfalz ein Militärstandort von zentraler Bedeutung. Ich finde, man sollte als verschiedene Länder und besonders auch als Europa eine klare Meinung aussprechen, wie man dazu steht und auch Grenzen setzen, die nicht überschritten werden dürfen. Da muss man Angst haben vor der Zukunft, wenn wir militärisch nicht in der Lage sind, uns selbst zu verteidigen. Es kann nicht sein, dass der Deutsche immer wieder nur anderen helfen muss, aber selbst auf der Strecke bleibt. Wie soll die zukünftige Außen- und Sicherheitspolitik der EU aussehen? Welche Rolle kann und will die EU militärisch spielen? Wann werden die Europäer sich endlich einig sein? Die SPD präsentiert sich als Friedenspartei, Olaf Scholz als Friedenskanzler. Was genau bedeutet das für die EU? Für die SPD, aber auch für mich ist klar, dass Frieden und Sicherheit untrennbar zusammengehören. Und dabei hat Frieden eine noch viel wichtigere Bedeutung. Für uns ist auch verständlich und klar, dass die Ukraine den Frieden nur haben kann, wenn dort kein Diktat herrscht und wenn da wirklich Freiheit und auch Gerechtigkeit ist. Und das können wir erreichen, indem auch Putin sich entscheidet, diesen Krieg zu beenden und endlich auch diese nationale Souveränität, die die Ukraine auch bisher genossen hat, hat und genießen kann. Das ist enorm wichtig. Wir sind jetzt gerade in einer Situation, wo Diplomatie und Dialog nicht mehr weitergeholfen haben. Deshalb müssen wir uns auch verpflichtet fühlen, als westliche Allianz, als Europäische Union, die Ukraine sowohl militärisch als auch humanitär zu unterstützen. Heißt das, dass wir auch mehr Geld in die Verteidigung stecken müssen? Wir brauchen mehr Geld für die Verteidigung. Wir müssen auch schauen, dass die Waffen, die wir in die Ukraine senden, besonnen entscheiden und auch vorsichtig abwägen, welche Waffen wir in die Ukraine senden, damit wir selber als Europäische Union, aber auch als Bundesrepublik nicht zu einer Kriegspartei werden. Mein Vorschlag und auch der Vorschlag der SPD wäre für die Zukunft eine gemeinsame europäische Rüstungsexportpolitik. Denn wenn wir die Rüstungsgüter gemeinsam
entsenden oder auch dann eine Strategie entwickeln, welche Prioritäten wir haben, dann können wir auch garantieren, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die anderen Länder, dass mit der gemeinsamen Rüstungsexport die Waffen nicht in die falschen Hände geraten. Kann man mit einem Diktator wie Putin überhaupt verhandeln? Das haben die Staaten versucht. Wir haben aber gesehen, dass Putin uns angelogen hat. Der Außenminister Russlands hat die westlichen Staaten angelogen, nachdem ganz viele diplomatische Gespräche auch geführt worden sind. Nun ist es leider dazu gekommen, dass am 24. Februar 2022 Russland die Ukraine brutal angegriffen hat. Aber wenn Putin glaubt, die Grenzen der Ukraine gewaltvoll verschieben zu wollen, dann irrt er sich. Kommen wir von Putin zu Donald Trump. Es kann ja durchaus sein, dass er im November die US-Wahlen gewinnt. Was bedeutet das für die Sicherheit Europas? Mit Donald Trump als erneuten US-Präsidenten haben wir keinen 100% verlässlichen Partner mehr an unserer Seite mit den USA. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir nach wie vor unsere westliche Allianzen stärken müssen, auch unsere Mitgliedschaft in der NATO, dass man da wahrscheinlich noch mal über Reformen nachdenken kann, aber unsere Verteidigungspolitik in der Europäischen Union auch noch mal auf einem anderen Fundament stehen müsste. Der Frieden in Europa hat ja sehr viel zu tun mit der Asyl- und Migrationspolitik. Und damit sind wir bei unserem nächsten Thema. Und auch dazu haben wir einen Film vorbereitet. Durch den Krieg in der Ukraine ist die Zahl der Geflüchteten in der EU in den vergangenen 2 Jahren noch einmal stark angestiegen. Vor allem in Polen, aber auch in Deutschland, auch bei uns in Rheinland-Pfalz, sind die vom Krieg vertriebenen Menschen aufgenommen und versorgt worden. Wie lange sie bleiben werden, ist offen. Auch die seit 2015 zu uns gekommenen Menschen blicken in eine ungewisse Zukunft. Die Asylpolitik ist in allen EU-Staaten höchst umstritten. Eine einheitliche Linie innerhalb der EU schwer zu erkennen. Ist eine gemeinsame Asylpolitik in der EU überhaupt möglich? Es hat bis jetzt nicht geklappt. Seit 2015, das sind jetzt 9 Jahre. Und was in 9 Jahren nicht geklappt hat, wird auch in den kommenden Jahren. Die Europäer sind kulturell einfach zu unterschiedlich. Na klar sind wir alle Europäer, wir haben uns alle lieb, das ist auch gut so. Aber wenn es jetzt um einzelne Politik der Länder geht, sage ich immer, das ist immer noch Ländersachen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass eben eine gemeinsame Lösung gefunden wird. Die deutsche Wirtschaft hat durch den Abgang der Babyboomer mit einem massiven Fachkräftemangel zu kämpfen. Pro Jahr gehen in Deutschland rund 400.000 Menschen mehr in Rente, als junge Arbeitskräfte nachrücken. Vor allem das Handwerk sucht bereits heute händeringend nach Nachwuchs. Ist Migration ein Weg, diese kommende Krise zu bewältigen? Ihre Eltern sind selbst geflüchtet in den 90er Jahren wegen des Konfliktes in Bergkarabach. Schauen Sie da anders auf dieses Thema als andere Mitglieder der SPD zum Beispiel? Ich würde nicht sagen, dass ich anders auf das Thema schaue. Ich bringe aber die eigene Lebenserfahrung mit, da ich selbst mit einem Asylstatus zur Welt gekommen bin und als Kind Asyl hatte. Und es hat lange gedauert, bis unser dauerhafte Aufenthaltserlaubnis und meine deutsche Staatsbürgerschaft kam. Aber das steht ja heute weniger zur Debatte als die allgemeine und die europäische Asyl- und Migrationspolitik. Ich finde, wir haben mit der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems einen richtigen Schritt gewagt, nach jahrelangen Verhandlungen in der Europäischen Union. Zum einen haben wir gezeigt, dass die europäischen Institutionen handlungsfähig sind und kompromissfähig sind, aber dass wir auch regulierte Migration in Europa schaffen können, weil wir an den europäischen Außengrenzen mit dem Verfahren der Unterkünfte, die wir an den Außengrenzen haben, das Asylverfahren beschleunigen können. Aber es gab ja von Menschenrechtsorganisationen und auch von anderen Parteien heftige Kritik an diesem neuen Asylmodell. Können Sie das nachvollziehen, diese Kritik? Die kann ich zum Teil nachvollziehen. Fest steht für mich, aber auch für die SPD, dass das individuelle Asylrecht geschützt werden muss, weil es ein Grundrecht ist. Und die Kritik, die betrifft sicherlich die Situation der Familien und Kinder, die an die europäischen Außengrenzen kommen und in die Notunterkünfte dann auch kommen. Das Problem ist, wir müssen, wenn das umgesetzt wird für alle Staaten, der Solidaritätsmechanismus auch durchgesetzt wird in der Umsetzung, dass wir für diese Familien und Kinder an den EU-Außengrenzen humanitäre Standards auch bewahren. Und das muss auch überprüft werden in Zukunft. Ich bedauere es sehr, dass wir es nicht geschafft haben, uns durchzusetzen, dass von der Ausnahmeregelung, was die EU-Außengrenzen betrifft,
die Kinder und die Familien da auch ausgenommen werden. Es sind nur minderjährige Kinder oder Minderjährige, die nicht an den Außengrenzen bleiben müssen in diesen 3 Monaten, wo das Asylverfahren entschieden wird. Und ich hätte mir gewünscht, dass diese Ausnahmeregelung auch auf Familien und Kinder trifft. Einige Regierungschefs, natürlich Viktor Orban, aber auch Donald Tusk zum Beispiel, haben gesagt, sie wollen nicht in diesen Kompromiss einwilligen, was die Verteilung der Flüchtlinge angeht. Mhm. Kann es überhaupt eine gemeinsame Flüchtlingspolitik geben in der EU? Nach der Reform, die wir jetzt beschlossen haben, sollen auch Staaten wie Ungarn und Polen diesem Gesetz nachgehen und Geflüchtete aufnehmen. Wenn sie das nicht tun, dann müssen sie das zahlen. Aber ich bin der Meinung, dass wir jetzt mit dieser Reform diesen wichtigen Solidaritätsmechanismus geschaffen haben und es auf jeden Fall zu einer verbesserten Situation kommt. Und ich hoffe, dass da auch Polen und Ungarn für die Zukunft nach der Verabschiedung dieses Gesetzes auch mitziehen. Ein positiver Aspekt ist ja auch der, es werden händeringend junge Leute gebraucht in der Gastronomie, in den Pflegeberufen, im Handwerk. Also es könnte auch eine Chance sein. Damit sind wir mitten bei dem Thema Wirtschaft, unser nächstes Thema. Und auch dazu haben wir einen Beitrag vorbereitet. Die BASF in Ludwigshafen ist in 91 Ländern mit 293 Produktionsstandorten vertreten. Weltweit arbeiten mehr als 100.000 Menschen für den Chemiekonzern. Im Februar 2024 hat die Konzernleitung für Ludwigshafen zum zweiten Mal in 12 Monaten ein Sparprogramm auferlegt. Rund 1 Milliarde Euro soll in Ludwigshafen bis 2026 eingespart werden. Tausende Stellen in Ludwigshafen fallen weg. Viele, nicht nur in Ludwigshafen, fürchten eine schleichende Deindustrialisierung des Standorts Deutschland. Also Angst habe ich jetzt nicht um meinen Arbeitsplatz. Ich glaube, dass die Menschen hier am Standort schon Angst um ihre Arbeitsplätze haben. Also Angst habe ich jetzt nicht um meinen Arbeitsplatz. Ich denke, wir sind da ganz gut abgesichert. Ganz anders ist die Stimmung beim Rüstungsunternehmen General Dynamics in Kaiserslautern. Das Unternehmen profitiert vom Krieg in der Ukraine. Seit 2022 ist die Auftragslage so gut wie lange nicht mehr. In den letzten Jahren wurden neue MitarbeiterInnen eingestellt. Ist die Industrie in der EU und speziell in Deutschland der Konkurrenz in China und den USA gewachsen? Wie können wir unseren Wohlstand sichern? Wohlstand sichern, ein wichtiges Stichwort, und auch Innovation in der Industrie. Gerade haben die Wirtschaftsweisen die neueste Wachstumsprognose noch einmal heruntergestuft. Auf 0,2%, das ist denkbar wenig. Was schlagen Sie vor, was sollte die Wirtschaft in Deutschland und in der EU tun, um konkurrenzfähig zu bleiben oder zu werden? Wir erleben ja jetzt 31 Jahre nach der Geburt des europäischen Binnenmarktes einen umfassenden Wandel in der Wirtschaft, aber auch in der Art und Weise, wie wir arbeiten und wirtschaften. Und ich finde, dass wir weiterhin das nötige Geld auch haben, aber auch viel in die Forschung investiert haben, um Zukunftstechnologien anzubieten, die made in Europe sind. Und wir müssen auch schauen, dass wir in der Zukunft die Unternehmen, die vor allem hohe staatliche Subventionen, von hohen staatlichen Subventionen, aber auch von Transformationsprogrammen profitieren, langfristig gute Arbeitsplätze anbieten und auch tarifliche Bindung. Denn wenn wir gute Arbeitsplätze haben, können wir auch Wohlstand sichern. Wie wichtig ist dabei der Binnenmarkt? Der ist super wichtig. Mit einem Binnenmarkt haben wir eine gemeinsame Zollunion. Die Länder profitieren davon, dass sie weniger Geld zahlen für Einfuhrzölle. Und dieser gemeinsame Binnenmarkt sorgt ja auch dafür, dass wir in Zukunftstechnologien investieren können. Und dementsprechend bin ich der Meinung, dass neben Frieden auch der gemeinsame Binnenmarkt, der ja die ausschließliche Gesetzgebung mit sich bringt für die Zollunion, eine sehr große Errungenschaft ist. Wie sehr kann eine Migration helfen, den Arbeitskräftemangel übrigens nicht nur in Deutschland, also die Babyboomer treten ja auch in Italien, Frankreich oder in Schweden ab. Wie kann da eine Migration helfen? Unter welchen Bedingungen? Die Migration ist eine Bereicherung und eine Chance für uns. Wir können das Fachkräfteeinwanderungsrecht in Europa verbessern. Wir haben jetzt in Deutschland das Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet. Damit können wir erreichen, dass nicht nur hochqualifizierte Arbeitskräfte aus den Drittstaaten in Europa arbeiten können. Das bedeutet dann auch, dass wir
aktuelle Gesetzgebung wie die blaue Karte Europa weiter ausbauen können. Und das betrifft dann eben nicht nur die hochqualifizierten Arbeitskräfte, sondern all diejenigen, die hier auch eine Anerkennung ihrer beruflichen Qualifikation erhalten. Und da bin ich der Meinung, wir sollten die Barrieren etwas abschaffen, um die Geflüchteten oder auch die Migrantinnen und Migranten schneller auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren. Sie haben innovative Technologien angesprochen, die wir fördern müssen in ganz Europa. Damit sind wir bei einem weiteren Thema, das wir uns heute selbst gesetzt haben, nämlich dem Klimawandel und dem Green Deal der EU. Und dazu schauen wir uns jetzt einen Film an. Überschwemmungen wie hier vor 3 Jahren an der Ahr, Waldbrände oder Dürre. Die Folgen des Klimawandels sind in Europa spürbar. Aber der Kontinent ist darauf nicht ausreichend vorbereitet. Zu dieser alarmierenden Einschätzung kommt die Europäische Umweltagentur in ihrem aktuellen Bericht. Die Experten der EU warnen, allein durch Hitzewellen könnten 100.000 Menschen sterben. Die CO2-Emissionen müssten so schnell wie möglich gesenkt werden. Schnelles Handeln und die Umsetzung des vielversprechenden Green Deals sind dabei gefragt. Kann das noch helfen? Ja, schwierige Frage. Ich glaube, Ideen sind schon da, je nachdem, glaube ich, welche Partei oder welches Land man schaut, aber die Hoffnung ist klein, sagen wir es mal so. Nee, glaube ich eher nicht, weil die EU ist ja nur ein kleiner Teil von der Welt. Das ist eine sehr gute Frage, aber ich denke, das ist sehr schwierig und vielleicht sind wir da schon zu spät. Mit dem Green Deal will die EU bis 2050 klimaneutral werden. Die Emissionen sollen dadurch drastisch sinken. Um das zu erreichen, müssten die Wirtschaft und das Konsumverhalten der Gesellschaft sich ändern. Aber sind sie auch bereit dazu? Sind der Green Deal und unser Planet noch zu retten? Als die zurzeit noch amtierende EU-Kommission unter dem Vorsitz von Ursula von der Leyen 2019 angetreten ist, hat Ursula von der Leyen gesagt, der Green Deal, das ist unser wichtigstes Projekt, die Rettung der Welt vor dem Klimawandel. Inzwischen hat man den Eindruck, dass dieses Thema etwas unter die Räder gekommen ist. Sehen Sie das auch so? Also der europäische Green Deal ist nach wie vor ein wichtiges Thema. Und wir müssen auch an unserem Ziel, bis 2050 CO2-neutral zu werden und mit erneuerbaren Energien zu wirtschaften, festhalten. Denn fest steht, der europäische Green Deal ist das größte klimaschutzpolitische Maßnahmenpaket der Welt. Und darauf können wir erstmal stolz sein. Wir in der SPD möchten die Klimafinanzierung aufstocken. Das bedeutet, dass wir internationale Transformationsbanken errichten, wo finanzielle Hilfen gestellt werden, um klimabedingte Schäden und Verluste zu kompensieren. Das gilt auch für Länder außerhalb der EU, nur als Nachfrage. Das würde auch für die Länder außerhalb der EU gelten, denn der Klimaschutz hört nicht an europäischen Grenzen auf. Denn wir sehen ja, dass Geld da eine enorme Rolle spielt. Während viele reiche Länder die Verschmutzung der Umwelt weiter betreiben, kriegen das die ärmeren Länder am härtesten zu spüren. Und das möchten wir durch bilaterale Klimapartnerschaften ausbalancieren und da auch an der Stelle besser kooperieren. Der CO2-Ausstoß ist ja eine ganz zentrale Frage, nun sagen sehr viele, auch sehr viele Parteien. Die Atomkraft kann uns da helfen. Sehen Sie das auch so? Ich sehe das nicht so, dass wir zurück zur Atomkraft gehen. Die Atomkraft ist nicht die Zukunft unserer Energiegewinnung. Ich halte nach wie vor an den Zielen des europäischen Green Deals fest. Und ich bin da auch der Meinung, dass die Europäische Kommission, was den europäischen Green Deal angeht, eine Nulltoleranzpolitik fahren soll. Wir sollten vielleicht auch darüber nachdenken, dass wir Vertragsverletzungsverfahren innerhalb der Europäischen Union durchführen, wenn wir sehen, dass EU-Klimaschutzmaßnahmen von Ländern nicht eingehalten werden. Die Atomkraft ist der eine Streitpunkt. Der andere Streitpunkt ist der Verbrennermotor. Wie sehen Sie da die Zukunft für Autos mit Verbrennermotor? Aktuell ist es so, dass wir die Automobilindustrie noch mit Verbrennermotoren haben. Und ich kann auch ganz viele Menschen verstehen, die sagen, Elektromobilität, E-Autos sind für mich zu teuer. Die grüne Wende, der Klimaschutz soll leistbar sein, auch für die Menschen, die nicht viel Geld haben, die kein hohes Einkommen haben. Es darf nicht vom Geldbeutel der Menschen abhängen. Wir müssen weiter in die Elektromobilität, in grünen Wasserstoff, in Biotechnologie forschen und investieren, damit Elektromobilität zukunftsfest sein kann.
Ein wesentlicher Streitpunkt im Zusammenhang mit dem Klimaschutz ist auch die Landwirtschaft. Und damit kommen wir zu unserem fünften, zu unserem letzten Thema. Und auch dazu haben wir einen Film. Aus ganz Rheinland-Pfalz kommen Anfang des Jahres Bauern mit ihren Traktoren nach Mainz. Vor der Rheingoldhalle demonstrieren sie am 8. Januar gegen die Pläne der Bundesregierung, beim Agrardiesel die Subventionen zu kürzen. Es geht um 21,5 Cent Steuerersparnis pro Liter. Auch in Koblenz nahmen knapp 1000 Bauern an einer zentralen Kundgebung vor dem Kurfürstlichen Schloss teil. Am Morgen waren viele Autobahnen in der Region Koblenz blockiert. Also, die Bauern sind natürlich schon irgendwo so ein Rückgrat für Deutschland. Für die Umwelt auch nicht so gut, da unendlich viel Liter Diesel in die Luft zu blasen. Wir stehen hier, weil wir halt nicht wissen, was letzten Endes eigentlich von der Politik für eine Landwirtschaft gefordert wird. Man endlich mal wolle, dass mir Armut gehört wäre und uns Armut zugesprochen wird. Rund 75 Milliarden Euro haben die europäischen Steuerzahler 2022 für die Landwirtschaft bezahlt. Mehr als 6 Milliarden Euro flossen nach Deutschland. Inzwischen ist die EU den Forderungen der Bauern erneut entgegengekommen, auch um weitere Proteste zu vermeiden. Werden so die Agrarsubventionen zu einem Fass ohne Boden? Beim Agrardiesel und auch bei den Umweltauflagen sind sowohl die Bundesregierung wie auch die EU-Kommission den Bauern sehr entgegengekommen. Aber das schadet doch letztendlich der Umwelt. Wir brauchen eine zukunftsfähige Landwirtschaft in der Europäischen Union. Die Agrarwirtschaft ist unglaublich wichtig. 2/3 des EU-Haushaltsbudgets fließt in die Agrarwirtschaft. Die Landwirte profitieren auch von Subventionen. Und das ist auch gut so, denn wir müssen weiter daran festhalten, dass wir faire Preise für die Lebensmittel haben, aber auch gutes Einkommen für die Landwirtinnen und Landwirte und für den öffentlichen Dienstleistungssektor. Und ich bin auch der Meinung, dass wir innerhalb der Agrarwirtschaft gewisse Reformen anstoßen können, die auch mit dem Klimaschutz einhergehen. Wir können in der Zukunft oder wir sollten in der Zukunft Pflanzenschutzmittel reduzieren und schauen, dass der ökologische Landbau flächenmäßig erhöht wird. 25% des Flächenanteils soll mit ökologischem Landbau stattfinden. Wir haben die Bauernproteste noch mal gezeigt. Ja. Wir haben sie noch mal im Bild gehabt. Es gab ja noch heftigere Proteste, zum Beispiel in Brüssel. Ja. Haben Sie Verständnis für diese Proteste gehabt? Ich kann das nachvollziehen, dass es diese Proteste gibt. Denn die Landwirte haben ja auch in gewisser Weise Existenzängste, Wohlstandsverlust oder auch, wie es auch mit ihrer Arbeit in der Landwirtschaft weitergeht. Die Europäische Union hat eine gute Lobby, was die Agrarwirtschaft angeht, und das wird auch nicht abnehmen. Und wir werden auch schauen, dass wir gerade diejenigen, die Saisonarbeiter, ArbeiterInnen sind oder LohnarbeiterInnen in der Landwirtschaft, dass die auch faire Arbeitsbedingungen erhalten und die Landwirte, die faire Arbeitsbedingungen mit sozialen Mindeststandards in der Europäischen Union anbieten, auch die europäischen Gelder dann erhalten. Denn das ist auch eines der Errungenschaften der Sozialdemokratie. Ja. Sie sagen, die haben eine sehr effektive Lobby, die Agrarindustrie. Aber können wir uns diese Milliardensummen an Subventionen denn noch leisten? Müssen wir sie uns leisten? Ich denke, über konkrete Zahlen ist es jetzt in der Situation kompliziert zu sprechen, denn wir wissen, dass ein großer Teil des EU-Haushaltsbudgets in die Agrarwirtschaft fließt. Und wir müssen die Lebensmittelsicherstellung weiterhin beibehalten. Die Landwirtinnen und Landwirte sollten die Subventionen bekommen. Inwiefern das Geld reinfließt, wie in welcher Milliardensumme, wird die laufende oder die nächste Legislaturperiode entscheiden. Mhm. Versteht aber, dass wir wie bisher viel in die Agrarwirtschaft investiert haben und da auch diesen effektiven Lobbyismus hatten, das nicht nur für die Landwirtinnen und Landwirte positiv ausfallen wird, sondern auch für die Menschen, wo die Lebensmittelsicherheit wird. Also wir brauchen weiterhin einen gemeinsamen europäischen Agrarmarkt? Auf jeden Fall. Ohne die europäische Agrarwirtschaft würde es den Landwirtinnen und Landwirten schlechter gehen in Deutschland. Ganz allgemein gefragt, brauchen wir mehr oder weniger EU? Wir brauchen die EU, wir brauchen Reformen in der EU, wir brauchen eine stärkere, erweiterte EU, denn es gibt keine Alternative zu der EU. Die Alternative zu der Europäischen Union ist keine Europäische Union, und das möchte ich mir nicht vorstellen.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Das war unsere Sondersendung zur Europawahl 2024. Das neue Europaparlament wird 720 Abgeordnete haben. 96 von ihnen kommen aus Deutschland. Damit hat Deutschland mehr Vertreter im neuen Parlament als jedes andere Land. In Deutschland stellen sich insgesamt 34 Parteien zur Wahl. Da müsste doch eigentlich auch etwas für Sie dabei sein. Wir haben über Außen- und Sicherheitspolitik gesprochen, über Asyl- und Migrationspolitik, über den Klimawandel und den Green Deal der EU. Und selbstverständlich ging es auch um die Lage in der Landwirtschaft und die Chancen für die europäische Industrie, gerade gegenüber Weltmarktkonkurrenten wie China und den USA. Über allem stand und steht die Frage, wollen wir mehr oder weniger EU? Und auch da hat das neue Parlament mitzureden, denn die europäischen Verträge sollen neu ausgehandelt werden. Sie haben also wirklich die Wahl. Am 9. Juni können Sie mitentscheiden. Tun Sie es einfach.